erweitert den Ereignishorizont dieser Szene an deinem Kopf. Ne Machete, deine Shots wie Migräne für meinen Kopf. Deine Fresse wie ein Stressekuchen, ficke deine Boyband-Groupies. Komm mal rein mit stolzen Uhren, bringe eine Gravitationswelle und das Volk. Und die kleinen Huren kriegen nichts mit, als wenn sie blinde Passagiere bei Weltreisetouren. Trotzdem bleiben für euch weiterhin meine Rekordspuren. Mehr Grund zur Sorge wie bei Klimakonferenzgetour, wenn man meine aufnimmt und mich an Mikes lässt wie diese ekligen Emo-Groupies. Jetzt bin ich da, neu in der Szene. 6. Januar, nicht mehr muss Rollen trainen. Rap ist am Arsch, ich halt dagegen. Kille diese Junkie-Szene, Boss rappt unser Leben. Wenn ich kill den Bio-Ginger wie der Terminator. Die Spurensuche freut sich, denn es gibt den Hirn und Tatort. Bones wird angefahren, die Motive angeblich unklar. Klaue seine Klunker, bring ihn in den Bunker. Fuck, da kommen die Cops, ja, Pech gehabt. Jetzt muss ich mich verstecken, doch wer hätte gedacht, dass ich Rapper klatsch, doch kein Rapper klatsch. Würde jemals erwähnen, dass ich Rapper klatsch. Also flieh ich in mein Zweitwagen auf dem Carport. Bin weg vom Tatort wie Ralphie Herford. Fahr los im Smart, doch da kommen ein paar Mobs. Jetzt bin ich ratlos, wahllos, fahrlos, planlos durch die Gegend, doch komm zu Haus an. Die Cops sind am Aufspann, doch eine Frage, bevor ihr mich hatet. Wer ist dieser Runz-MC, von dem ihr da redet? Noch eine dumme Frage und sie lasst mich rausgehen. Ich war ja am Aufnehmen, ich bin doch nur ein Influencer über Hausthemen. Ja, das können sie auch sehen, können sie bitte stoppen mit dem lästigen Ausspähen. Das kann ich nicht ausstehen.